Erstmal wollte ich mal gucken, wie ist denn das, wenn ich hier sage, wir machen die hier. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Also so kommen wir hier ja natürlich nicht hoch, ne? Moment, Stein. Da ist noch Schlamm, den packe ich hier mal mit rein. So kommen wir ja nicht hoch. Also hier laufe ich ja nicht automatisch hoch. Aber wenn ich das halb hoch mache, zum Beispiel so, laufe ich da auch nicht hoch. Aha. Schade. Also kann man die nicht sicher auch nicht selber zusammenzimmern irgendwie, ne? Also ihr wisst schon, was ich meine. Da müsste ich dann schon den wegnehmen. Und das dann. Das geht ja auch nicht. Das ist ja egal. Müsste ich schon so bauen. Nee. Nee, nee, nee. Ich sehe es schon kommen. Das, was ich hier versuche, geht nicht. Also, dass ich halt selber mir. Oh. Mir selber so Stufen baue. Aber dann kommt man da nicht hoch. Ja, das ist ja echt doof. Dann habe ich ja gar keine andere Wahl, als die Leiter zu nehmen. Das ist ja jetzt ernüchternd. Aber gut, dann machen wir das halt so. Ich habe ja keine andere Wahl. Zack. Und dann jeweils. Boah, das ist echt gemein, wenn hier so wenig Platz ist. So und so. Und dreimal drehen vielleicht. Also erstmal so dran. So. Der ist schief. Nee, ist gerade. Das ist richtig so. Obwohl ich kann auch natürlich immer im 45-Grad-Winkel hoch. Oder? Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich. Ich habe eine Idee, wie ich das mache. Ich habe doch hier eine Mitte. Genau dieser hier, wo ich gerade bin. Und hier mache ich jetzt mal. Die mache ich nachher wieder weg. So, damit ich weiß, wo die Mitte ist. Und daran orientiere ich mich einfach. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier bin, kann ich einfach sagen, ich mache hier diese Treppen. So und so. Gehe hier hoch. Mache hier. So. Ne? Mache dann hier an die wieder. So und so. Ey, so geht das. So geht das echt. Dann mache ich das. Diese Bretter hier mache ich mal kurz wieder weg. Können wir vielleicht später aufhübschen. Und die drehe ich jeweils so, dass sie so sind, ne? Zack. Und rausragen dürften die auch nicht, weil die Steine mehr als breit genug sind. Ja, sind sie auch. Dann mache ich das so, oder? Ist jetzt halt nicht schön. Also es geht schöner, sagen wir es mal so. Aber es ist zweckmäßig. Und es funktioniert. Und es ist vor allem auch symmetrisch, ne? Also es gibt dann nicht diese unangenehme Asymmetrie. Und ich glaube, das müsste auch halten, weil es Holz ist. Und Holz wird von Stein gehalten. Huch. Oh. Also müsste das eigentlich passen. Ich probier's mal. Ja gut. Mach ich mal so und. So. Und hier die Leiter dran. Ich weiß nicht, wie ich das am effizientesten bauen soll. Oh, nee, die ist völlig falsch. Die muss hier dran. So ist richtig. Wenn ich einfach hier 90 Grad so dran mache, dann geht das, ne? Ja. Das ist falsch. Das ist auch falsch. Nee, du sollst an die andere Treppe ran. Geht das so? Ja. Und dann müsste ich hier auf die Treppe. Da, das ist doch falsch, oder nicht?
Nee, die soll genauso wie diese Treppe hier sein. Warum geht das nicht? Sag mal. Hä? Ich gehe mal hier ganz nah so. Müsste doch eigentlich stimmen. So ist richtig. Ja, so geht das, ne? Oder? Das ist tatsächlich, ich habe mir eigentlich gedacht, das wird ein bisschen hübscher, aber könnt ihr vielleicht hier noch so solche, ne, hier solche so machen. Man kann es aber auch lassen. Ich weiß es nicht. Ja, nee. Ich weiß ja nicht. So, und dann den weg. Ja, nee, dann ragt da so ein Stück Holz hoch. Das sieht auch doof aus. Und der 45 Grad ist zu krass, ne? Ja, egal wie ich es drehe und wende, es wird immer ein Stück rausragen. Keine Ahnung. Nee, mag ich nicht, wenn da so ein Stück rausragt. Ich baue die Treppe erstmal zu Ende. Hauptsache, wir kommen hoch. Würde ich sagen. Dafür brauche ich wieder so einen. Mach den hier dran. Ah, das ging nicht, ne? Ich muss zuerst die Leiter nehmen. Gerade ging das doch. Komme ich da drauf? Komme ich hier drauf? Ja, sehr gut. Dann kann ich nämlich so gegen. Und hier gegen. Nein, kein Holz mehr. Gut, wieder hinunter. Die hinterste war es, ne? Da war schon wieder ein Lagspike und ich frage mich, wovon. Weil er hat nicht gespeichert. Manchmal ist irgendwie mein PC doch ein bisschen überfordert mit diesem Spiel. Was mich wundert, weil so hoch ist das Spiel ja gar nicht. Na okay, es geht, ne? Aber vielleicht sollte ich auch die Grafik mal ein bisschen runterschrauben. Statt mich immer zu beschweren. So. Der wieder weg. Und da so einen dran. Zack. Sehr gut. Das kommt sogar mit der Höhe hin, dass wir hier jetzt dann genau noch eine Treppe haben. Ach ja, erstmal die. So ist genau richtig. Und so auch. Und hier dran. Zack. Und dann haben wir hier die oberste Plattform. Und ich hoffe, das Brett ist jetzt über dem Stein. Ja! Wunderschön. Wunderschön. Weil dann kann ich hier nämlich das hier mit bündig machen. Und wir sind auch wieder im Raster, ne? Halt, das ist falsch. Ich mache das mal jeweils immer gegen das Brett. Damit das auch genau richtig ist. So. Das war schon wieder falsch. So ist das Brett. Sehr gut. Und hier würde ich sogar vielleicht ein bisschen raus. Ich könnte auch hier... Oder soll ich die auch rund machen? Weil jetzt bin ich hier schon wieder in diesem Kastenbaumodus, ne? Wie bei unserer Base. Warte mal, ich probiere das mal, wie das aussieht. Könnte sein, dass es ein bisschen Holzverschwendung ist. Und vor allem Holz hat dieses, dass es so ineinander ist, ne? Also, dass es dann diese Zittertextur gibt. Da sieht man es jetzt schon, diese Stelle da, die dann so zittert. Das finde ich irgendwie so... unhübsch. Und das hat man halt, wenn man Holz übereinander baut mit verschiedenen Rundungen. Ich will es trotzdem mal ausprobieren. So oder so. So, ne? Mal gucken. Ich mach's einfach mal. So. Holz. Wieder nach unten. Müssen wir auch ein bisschen Neues holen, glaube ich, ne? So viel Holz habe ich ja gar nicht eingeplant. Ich dachte mir, ich plane erstmal Stein ein. Ja, die Leiter hier ist so lala. Außerdem
habe ich das Gefühl, dass man hier auch runterfällt. Kann ich eigentlich das verstärken? Oh, ja, kann ich. Dann mache ich das mal. So viel Holz habe ich, glaube ich, gar nicht mehr dafür da. Aber ich mache einfach mal so weit, wie ich komme. Und wenn die so sind, wie sieht das hier bei dem Übergang aus? Kann ich da auch einen anderen nehmen? Es gibt den zur Auswahl oder den ein bisschen höher. Den hätte ich gern. Sieht besser aus, ne? Also mache ich das hier genauso. Halt, Kopf weg. Es gibt immer einen weiter vorne und einen weiter hinten. Hier nicht. Genau da, wo mein Kopf ist, muss ich sehen können. Aber so ist okay, ne? Ja. Hauptsache, es ist überwiegend bündig. Das zum Beispiel ist nicht bündig. So. Das geht. Ja. Hier nochmal. So. Wunderschön. Und hier nochmal. Das so bündig. Ist okay. Und das sieht auch gleich viel stabiler aus. Sehr gut. Wir haben gar nicht mehr so viel Holz. Wir haben nur noch 3. Ich schmeiß das Holz hier mal hin. Laufe wieder nach unten. So. Oh, es fängt an zu regnen. Das ist gar nicht gut. Es wird alles morsch. Aber andererseits, so what? Stein schmeiße ich hier rein. Wir gehen rüber, holen Holz. Was brauchen wir noch? Das war's, ne? Was brauchen wir eigentlich hier für dieses Riesenfeuer? Moment, waren wir's denn? Hier. Alle Holzsorten einmal und einen Surtlingskern. Okay. Dann holen wir das mal eben. Jeweils 5 von allen Holzsorten. Ja, außer das normale. Also hiervon 5. Hiervon. Und hiervon. Und außerdem ordentlich Holz. So, perfekt. Sehr gut. Und ich gehe mal pennen, wenn das Spiel mich lässt, weil es gerade so stürmt und regnet. Das nervt mich. Hat man auch immer so dieses unangenehme Rauschen auf den Ohren. Dürfen wir schlafen gehen? Ja, sehr schön. Also, guten Morgen. Wetter hat dann nachgelassen, also das unschöne Wetter. Das freut mich außerordentlich. Ach, wir brauchen noch einen Surtlingskern. Stimmt. Den hole ich nochmal eben. Dann sind wir, glaube ich, überladen, ne? Hat gerade so schön gepasst, aber wir kommen nicht drum rum. Zack. Ja. Dann muss ich nochmal 2 Holz weglegen. So. Und es stimmt genau. Hervorragend. Ach, den Hammer können wir dann nochmal reparieren, wenn wir gerade hier sind. Zack. Und wieder zurück. Und weitergebaut. Sehr gut. Stein brauchen wir erstmal nicht. Das Signalfeuerzeugs nehme ich auch schon mal mit hoch. Hier habe ich irgendwie ein bisschen die Sorge, dass man hier runterfällt. Aber ich will es auch nicht zu eng machen. Ich glaube aber, das geht, wenn wir hier nur die kleinen Pinöbbels immer hoch machen. So. Ich probiere das mal. Immer so jeweils. Das? Ja, das sieht gut aus. So.
Er setzt es dann immer auch immer an die Ecke von denen. Genauso soll es ja auch sein. So. Und hier den letzten. So. Und dann machen wir nämlich diese... Oh, aus Kernholz. Ich habe jetzt nicht genug Kernholz dabei. Aber das sieht ja auch nicht so gut aus, ne? Wahrscheinlich. Nee. Und der hier ist vielleicht ein bisschen zu fett. Aber andererseits eigentlich okay. Ich finde es irgendwie angemessen. Wenn man hier nicht runterfällt. So. Oder ist das dann zu fett alles? Warum ist da eine Lücke und da nicht? Der ist falsch, ne? Kann das sein? Da muss jeweils immer eine kleine Lücke zwischen sein. So. Eine winzige Lücke muss da sein, so wie hier. Ja. Und da ebenfalls. Ja, da ist die winzige Lücke. Oder ist es jetzt zu gefüllt? Ich weiß es nicht. Sieht das jetzt wieder doof aus? Ugh. Ja, hier ist es ja ein bisschen fehl am Platz. Dann lasse ich so. Ja, naja. Ich finde das so schade, dass diese... Die hier sind so schön dünn. Ne? Wie man sieht. Und im Vergleich dazu sind die hier so eine übelst fetten Klunker. Warum sind die nicht genauso breit? Das verstehe ich nicht so ganz. Das macht das irgendwie so klobig immer. Aber ich glaube, so lasse ich das. Erstmal. Hauptsache, wir kommen hier safe hoch. Und das kommen wir jetzt. Und hier oben können wir jetzt weiterbauen. Oh. Wow. Schön, was wir hier bauen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Auch wenn er noch gar nicht fertig ist. Unser Leuchtturm. So. Und hier muss ich jetzt mal gucken. Diese Texturen passen aber. Ja, doch da zum Beispiel haben wir wieder so eine Zittertextur. Verdammt. Weiß aber auch nicht, wie wir das umgehen sollen. Aber gut. Ja, was machen wir? Ah, der ist sowieso falsch. Sehe ich gerade. Der muss so gedreht sein. Na, sag mal. So. Und dann kann ich nämlich hier dran. Ich mache jeweils erstmal so und so. Und dann die 45 Grad. Nein! Da fehlt da, ist da jeweils eine Lücke. Ich mache es trotzdem und die Lücke fülle ich gleich mit den kleinen, ne? Ich glaube, das macht Sinn. Wo haben wir sie? Da. Muss ich dann allerdings mit Shift machen, damit die immer in der Mitte sind. Run Zoom. Und so. Zack. Hm. So, ein Stück nach unten. Hä? So. Oh, ist das schwer. Das will ich vermeiden, dass sie nach oben rausragen. Hm. Aber wie soll ich das sonst machen? Frage ich mich. So ist das doch falsch, oder? Nochmal so. Ist auch falsch. Huch! Oh, das ist völlig falsch. Was mache ich denn hier? Hier muss ich sowieso ein Loch lassen. Ich narre. Sonst komme ich hier doch gar nicht mehr raus. Und dann mache ich den hier mal durchgängig. So. Da war er doch gerade, oder? Da war doch gerade perfekt. So. Und hier auch nochmal. Na komm schon.
so. Mhm. Dann lasse ich das so. Und hier mache ich nochmal so zwischen. Na komm. So. Nein! Scheiß Friemelarbeit. Okay, komm. Das kriegen wir hin. So. Zu weit unten. Entweder zu weit unten oder zu weit oben. Ich mach mal so. 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 Zu weit oben. Das möchte ich nicht. Das ist okay. Das bisschen überlappen. Und so. Gucken, wie es von unten aussieht. Boah, hier stößt man sich ja richtig den Kopf, wa? Soll ich das mal wegmachen? Ja, ich glaube, das mache ich auch noch weg. Und dann den hier auch. So ist besser. So gefällt mir das. Hier mache ich mal... Das ist jetzt schwierig. Müsste eigentlich stimmen. Das ist aber nicht im Raster. Keine Ahnung warum. Da, da ist eine Lücke. Mach ich hier nochmal weg. Und nochmal so. Ja, dann passt's. Dann kann ich hier auch einfach ein, so ein Brett machen. Und hier genauso. Ah ne, den muss ich ja weglassen. Das heißt, ich mache hier eins dran. Aber ein bisschen nach unten. So, und noch ein Stück. Nein! Runzoom, Millimeterarbeit. So, zack. So ist perfekt.